Hallo Freunde der ostasiatischen Schlemmereien. Wir haben uns heute hier versammelt, um mal wieder die Puma E-Box des letzten Monats zu öffnen. In diesem Fall die Juli-Box, denn die August-Box kam vor ein paar Tagen an. Die Juni-Box ist bereits weggegessen. Das heißt, es wird Zeit, die Juli-Box zu öffnen. Ich habe mich nicht großartig gespoilert, oder ich spoilere mich ja eigentlich nie, aber ihr wisst ja manchmal, wie es auch so ist, da wird was auf Facebook gepostet, was man eigentlich nicht sehen will, aber naja, also das Getränk habe ich gesehen, da weiß ich, was drinnen ist, aber vom Rest weiß ich es tatsächlich nicht und ich bin sehr gespannt und ich freue mich drauf. So, wir haben mal wieder unseren 1000 Yen Gutschein. Und dann unseren Flyer Otaku Snackland. Also auf die Box bin ich dieses Mal wirklich gespannt, weil Otaku geht immer. Also Anime, Manga. Otaku sind Anime-Manga-Fans. Ja, ihr kennt das Spiel, glaube ich. Ich fange mit dem kleinsten an und versuche mich dann hochzuarbeiten. Und unser kleinstes Produkt, oder was ich jetzt als kleines erstmal in der Hand habe, sind Bonbons. Okay. Sieht aus wie Eisbonbons, beziehungsweise ist es, ja, also es sind Bonbons mit, ich schätze mal, Puderzucker oder irgendeinem, ja, Zucker wahrscheinlich gestreut. Das ist, glaube ich, schwer erkennen. Und vermutlich Eisgeschmack oder Ramune, weil es blau ist. Okay, bin gespannt. So, dann haben wir. Oh. Bei X-Family mit einer Karte oder einem Aufkleber Gummibärchen. Sehr, sehr gut. Also sowas gibt bei mir grundsätzlich immer, wenn so Bonussachen dabei sind, wie Aufkleber oder zum Beispiel Überraschungseier, wo dann irgendwelche Figürchen drin sind. Das ist sehr gut. Das ist schon mal ein großartiger Start. So, okay, hier haben wir unseren Maistick. Ich kann jetzt nicht erkennen, was es ist, aber es sind Hummer drauf. Also vielleicht irgendwie Hummer oder Garnelengeschmack. So, nächstes Teil. Dann noch was Kleines. Oh. Hier so ein japanischer Pfannkuchen, wahrscheinlich mit roter Bohnenpaste. Interessant. Haltbar bis zum 14.09. Okay, gut. Das ist. Ja, also ich vermute mal rote Brunnenpaste, aber unser Flyer wird uns sicherlich nachher sagen, was da genau drinnen ist. So, dann haben wir. Oh, jetzt habe ich keine Ahnung, was das mit Otaku zu tun hat, aber das sind Erbsensticks. So ähnliche Sachen hatten wir schon mal drinnen. Die waren immens lecker. Also ich mag so Erbsensticks, mag ich wirklich. Oder Erbsen-Snacks. Genau. Also so vom Kleinzeug her, muss ich sagen, ist diese Box wieder hervorragend. Bisher. Ich hoffe, ich verschreie es jetzt nicht. Was haben wir da? Kann auch Chips oder sowas sein. Ah ja. So Mais-Puff-Teile. Okay. Habe ich zwar auch keinen Plan, was es mit Otaku zu tun hat, aber okay. Hatten wir in der Form auch schon so ähnlich mal drinnen. So. Ich kann gar nicht spüren, was wir da jetzt noch alles drinnen haben, aber es ist auf jeden Fall noch ordentlich was drinnen. Okay. Das sind so Matcha-Sticks. Ich glaube, so ähnliche hatte ich schon mal in der Variante mit Sakura, allerdings in der Nihon-Box. Okay. Okay. Spannend. Ah ja, hier steht Matcha Milk Kariton. Ich war mir ziemlich sicher, die anderen waren Sakura Kariton. Also die waren lecker. Also von daher bin ich mal gespannt auf die Matcha. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Jetzt mit der grünen Leinwand, mit dem Greenscreen. Okay. Daran habe ich gar nicht gedacht. Naja. Falls nicht, dann hoffe ich, mache ich nachher ein Foto, oder ich denke dran und mache nachher ein Foto und blende es euch einfach ein. Das könnte eine Waffel sein. Ja, leider keine Waffel. Irgendein Reiscracker. Okay, gut, da wäre mir jetzt eine Waffel lieber, aber. Ah.
So, was haben wir noch drin? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Oder 6 Sachen. Ah, hier, ja, genau, hier ist noch was Kleines. Ah, oh Gott. Jutsu ist ja schon mal geil, aber eine Waffel. Okay, gut. Aber vielleicht ist es gar nicht so scheiße, die Waffel, weil Jutsu, wie gesagt, ist geil. Da wäre mir jetzt allerdings irgendwas Teigiges, also was Pfannkuchenmäßiges lieber gewesen. Mir wäre lieber gewesen in der Waffel, wäre die rote Bohne aus dem Pfannkuchen vorhin und ein Pfannkuchen und Jutsu, aber egal, egal. So, okay, das, da bin ich mal ziemlich sicher, das ist ein Poppy. Okay, ich werde lügen gestraft. Es sind Zitronenwaffeln. Also ich muss sagen, ganz ehrlich, trotzdem, alles in allem, ich bin schon wieder sehr zufrieden mit der Box. Also, es ist wieder eine sehr gute Box. So, jetzt haben wir noch 1, 2, 3, 4 Sachen. Das fühlt sich an wie Kinderschokolade. Oh nee, das ist keine Kinderschokolade, sondern Pokémon-Schokolade. Crunchy Crunch Chocolate. Da ist aber, glaube ich, jetzt nichts zum Sammeln drinnen, bloß hinten was zum Ausschneiden, aber das ist jetzt mehr nicht so super spannend. So, ich finde es merkwürdig, wir haben noch gar keine KitKat oder was drinnen. Okay, Zwiebelchips. So, von irgendeiner Serie, die ich nicht kenne, aber okay. So, dann haben wir jetzt noch, ja, Nudeln und das Getränk. Nehmen wir mal die Nudeln raus. Ja. Hier wieder eine schöne große Packung Ramen-Nudeln. Hatten wir jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr drinnen. Und last but not least haben wir Go and Fun Green Energy Drink drinnen von, oh, hat mit Hatsune Miku. Ah, das könnt ihr wahrscheinlich wieder nicht sehen wegen Greenscreen. Ich, wie gesagt, ich hoffe, ich denke dran, nachher ein Foto zu machen. Von den Sachen, die man nicht erkennen kann. Ja, wie gesagt, ich finde es aber ein bisschen schade. Es sind dieses Mal keine KitKat drinnen. Wahrscheinlich ist das hier der, ich sag mal, der KitKat-Ersatz. Gut, dann wären wir jetzt KitKat lieber, aber okay. Und ich freue mich schon wieder auf. Ich glaube September, also übernächste Box, die wir öffnen, ist scheinbar sogar Fanta drinnen. So. Wo habe ich jetzt unseren Zettel? So, hier haben wir ihn. Gut, was haben wir dann noch? Das halte ich euch wieder rein. So, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Genau. Und final noch ein paar Team Pictures. Gut. Jo, das war's. Bin ich zufrieden mit der Box? Definitiv. Wie gewohnt, es haben ein paar gute Sachen drin, ein paar Sachen, die jetzt weniger was für mich sind, aber ich habe da jemanden, der sich da sicher drüber freut. Und ja, das war's dann für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut. Bye, bye.